Je, es gibt was Neues von Geekvape. Sieht aus wie der normale Zeus X und ist hier ein bisschen unscharf. Und da drin ist jetzt ein Mesh-Streifen montiert und wir haben einen Mesh-Verdampfer. Das schauen wir uns heute mal aus der Nähe an. Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, heute mit einem Review zu dem Zeus X aus dem Hause Geekvape und zwar diesmal in der Mesh-Variante. Die normale Drahtvariante kennt ihr wahrscheinlich schon und hier hat jetzt Geekvape nochmal nachgeliefert und hat dem Ganzen ein kleines Mesh-Deck spendiert. Wir sehen hier nicht viel Revolutionäres, sondern das, was wir von anderen Verdampfern auch schon kennen. Ich würde sagen, wir gehen mal runter auf den Tisch, dann schauen wir uns das mal aus der Nähe an und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit und zum Geschmackstest. Also heute wieder dranbleiben. Spannend. Okay, first things first, hier haben wir die Verpackung. Schauen wir mal rein. Dann finden wir hier im Inneren. Einmal den Verdampfer selber natürlich, ein Ersatzgläschen und noch ein zusätzliches Drip-Tip. Eins ist oben schon drauf. Und im Zwischenboden gibt es wieder ein vielfältiges Zubehörtütchen. In dem befindet sich hier diese Wickelhilfe, ganz viele O-Ringe, Schrauben, die Feder für den Mechanismus unter der Watte. Also so ziemlich alles, was kaputt oder wegkommen kann, ist nochmal mit dabei. Und dann gibt es natürlich zum Wickeln auch direkt was dabei. Einmal als Kantal mit 0,2 Ohm. Hier diese schönen Meshstreifen zusätzlich mit dieser Schnorchelwatte und das Ganze auch noch mal als N80 Mesh mit 0,17 Ohm, auch hier in ähnlicher Form und auch hier noch mal Watte mit dabei. Ja, der Zeus sieht von außen aus betrachtet erstmal so wie sein Vorgänger halt auch aus. Wir haben komplett gleiches Design. Der Unterschied oder die Magie passiert natürlich jetzt hier im Inneren. Trotzdem gehen wir noch mal alles von vorne durch, kommen erstmal zu den Spezifikationen. Das mitgelieferte Bubbleglas hat einen Durchmesser von 29 mm. Wir haben im unteren Bereich an der Aufnahme irgendwas von 26, irgendwas. Und wir haben eine Gesamthöhe von 43 mm. Und der Ersatzglastank, der mitkommt, das ist kein Bubbleglas, der liegt auch so bei 26 mm. Damit könnt ihr das Ganze dann nochmal ein bisschen schlanker machen. Gut, schauen wir uns das Gerät mal aus der Nähe an. Es kommen, wie gesagt, zwei Drip-Tipps mit. Das Schwarze ist direkt verbaut. Das Ganze gibt es in selber Form nochmal, halt dann in anderer Farbe auch als Ultimate dabei. Das ist nochmal so minimal ein bisschen wulstiger und höher in der Ausführung. Und der Anschluss ist hier wieder klassischer 18er. Wir haben im inneren Bereich auch einen O-Ring sitzen. Das heißt, hier sollten auch andere Drip-Tipps natürlich passen. Von der Tiefe her oder Länge des 18er-Anschlusses sind wir hier bei 5,8 mm. Das ist noch ungefähr im Bereich okay. Kann aber auch sein, dass einige 18er Drip-Tipps dann hier so ein bisschen abstehen. Ja, auch hier haben wir natürlich wieder einen Topfill bekommen. Das heißt, wir können die Kappe hier so ein paar Grad zur Seite drehen und dann können wir das Ganze auseinanderziehen. Wir haben hier wieder diese klassische Bajonett-Geschichte. Das heißt, die Topcap hat hier diese kleinen Zähnchen. Das Ganze greift dann hier im Inneren rein und ja, relativ einfach zu öffnen. Sobald ein bisschen Liquid dran ist an den O-Ringen, der Topcap geht sogar noch ein bisschen einfacher. Im trockenen Zustand ist das noch ein bisschen fummelig. Ihr seht die Befüllöffnung, das ist hier so ein bisschen eingeschrägt auch. Wir haben auf beiden Seiten eine Öffnung. Hier solltet ihr mit allen Flaschen sauber befüllen können, ohne Probleme zu haben. Dann haben wir hier natürlich auch im oberen Bereich wieder die Airflow, die sich stufenlos regeln lässt. Die Öffnungen sind auf beiden Seiten vorhanden und der Ring lässt sich hier auch nochmal abnehmen. Dann seht ihr auch ungefähr, wie das Ganze hier dann im Inneren verläuft. Das sind so abgeschrägte Luftkanäle, die hier dann nach unten führen, so wie beim Vorgänger halt auch. Die Airflow lässt sich sauber verstellen und hat hier auch nochmal einen Anschlag. Dann haben wir hier unseren Glastank, der kommt auch nochmal als Straight mit. Das hier ist die Bubble-Variante und hier im unteren Bereich haben wir dann unseren 510er-Anschluss. Da ist auch nochmal sowas wie eine Seriennummer, da könnt ihr die Echtheit überprüfen und hier steht auch schon, dass es diesmal die Mesh-Variante ist. Der 510er steht weit genug raus, also auch für Hybrid entsprechend geeignet und dann können wir hier im unteren Bereich natürlich dann auch unser Wickeldeck rausholen. Einfach so lange drehen, bis man merkt, dass man das Ganze hier rausziehen kann. Hier ein Blick ins Innere der Glocke. Hier seht ihr auch, wie die Luft halt hier von oben dann zur Wicklung kommt. Wir haben hier so eine Honeycomb, die auf beiden Seiten dann auf unsere Wicklung strahlt. Und wir haben hier im inneren Bereich die Glocke, die natürlich beweglich ist, die man hier auch mit dem Finger rausziehen kann. Die sitzt hier auch immer dann an der richtigen Stelle. Das machen hier diese Einkörperungen. Sichern das, weil die greifen dann hier im Wickeldeck entsprechend rein. Und
Und wenn wir das Ganze einsetzen, irgendwann nimmt das Ganze das halt mit. Und wenn wir das zusammenschrauben, bleibt dann die Airflow auch entsprechend immer in der richtigen Position. Gut, schauen wir uns mal das Wickeldeck aus der Nähe an. Hier ist nichts irgendwie mit Rocket Science. Haben wir alles schon tausendmal gesehen beim Profile Unity. Auch hier ist in der Mitte wieder so ein gefedertes Teil, was halt nach oben gedrückt wird durch eine Feder. Auch hier ist das Ganze wieder so ein bisschen locker. Man kann sich hier damit behelfen, da noch eine zweite Feder oder eine stärkere Feder drunter zu packen. Das soll dafür sorgen, dass die Watte von unten auch immer gegen die Wicklung gedrückt wird. Wir haben hier auf beiden Seiten diese Clamps. Hier können wir also dann die Schrauben lösen und dann lässt sich das Ganze hier nach hinten schieben, damit wir hier unseren Mesh-Streifen halt einlegen können. Hier würde ich mir ab und zu auch wirklich mal Federn wünschen. Eigentlich hinter diesen kleinen Dingern, damit die automatisch auch nach außen nach vorne kommen. Und das ist dann immer manchmal so ein bisschen fummelig. Aber ja, passt soweit. Und dann sehen wir auf beiden Seiten relativ große Wattetaschen oder Wattedurchführungen. Das heißt, wir können dann aus der Coil mit der Watte wieder nach unten. Auch hier sind die eigentlich wieder zu klein für das, was wir normalerweise in die Wicklung reinpacken. Weil auch hier ist wieder das Ganze nach innen ausgespart. Das heißt, wir packen hier wieder eine große Menge an Watte rein und müssen halt gucken, wie wir die dann wieder nach unten bekommen. Also auch hier heißt es weiterhin dann die Wicklung oder die Watte schräg abschneiden und dann die Zipfelchen da unten reinpacken. Ja, kennen wir. Da unten ist noch ein tiefer Sumpf, da passt auch noch mal eine Menge Liquid rein. Und ja, ich glaube, wir packen jetzt mal einen von den mitgelieferten Meshstreifen da rein. Wir schnappen uns hier einfach mal die Kantal-Variante, die mitgeliefert wird. Das hier sieht dann so aus. Und auch hier kriegen wir wieder so ein Röllchen mitgeliefert, um den richtigen Radius hinzubekommen. Hier können wir also dann den Streifen nehmen und um dieses Röhrchen drumherum biegen, das Ganze so ein bisschen rollen und kriegen dann hier einen Meshstreifen raus, der dann auch direkt die richtige Biegung hat. Ja, den Streifen können wir dann hier einfach einbauen. Guckt halt, dass der hier möglichst gerade drin liegt und dann schrauben wir das Ganze hier feste. Die andere Seite auch. So, und dann können wir natürlich jetzt hier die Schnorchelwatte nehmen und da durchziehen. Das ist immer so ein bisschen fummelig. Die ist von der Dicke halt so ausgelegt, dass die hier relativ stramm durchgeht. Da müsst ihr schon so ein bisschen fester ziehen. Die Meshstreifen sind aber in der Regel fest genug, dass sie dann der Kraft halt widerstehen und sich nicht stark verbiegen. Und dann können wir auf beiden Seiten das Ganze so schräg abschneiden. Lasst hier immer so ein bisschen Platz. Also ich schneide immer so ab dem Bereich hier. Dann schräg nach unten, dann habe ich nämlich auch noch genug Watte übrig, um sie dann unten in die Liquid-Kanäle reinzupacken. Also mit so ein bisschen Abstand halt schräg nach unten schneiden. Dann habt ihr auf beiden Seiten hier noch diese Zipfel und die können wir dann sauber nach unten in die Liquid-Kanäle reinpacken. Also einfach anheben. Und dann in die dafür vorgesehene Öffnung reinschieben, das Ganze. Hier ist halt die wichtige Menge so ein bisschen ausschlaggebend später. Wir wollen ja nicht, dass das Ding ja, kuckelt oder sifft. Das heißt, zu viel Watte würde heißen, wir stopfen das Ganze hier zu voll. Dann haben wir keinen Nachfluss. Und zu wenig würde heißen, hier steigt viel zu viel Liquid rein. Und wir haben zu viel Nachfluss und eine ständig spritzende Wicklung. Da muss man so ein bisschen Gefühl für kriegen, wie viel Abstand man hier noch lässt. Aber das solltet ihr hinkriegen. Ihr könnt die natürlich noch ausglühen hier, die Wicklung, bevor ihr jetzt die Watte reinpackt, wegen Produktionsrückständen oder so. Ich habe jetzt vom Gefühl her, ist es eigentlich nicht nötig. Wir haben hier keine Hotspots oder so, die dafür sorgen, dass da irgendwo Kontakte sind, wo sie nicht sein sollten. Und wir haben eine relativ saubere Oberfläche hier. Und wenn ich die jetzt ausglühe, dann wird das Ganze ja auch so matt. Haben wir nicht mehr so eine glatte Oberfläche. So gefällt mir das dann halt besser. Aber ist natürlich optional. Dann geht er so auf 10, 15 Watt. Lasst das einmal durchglühen und glühen und sollte da irgendwas noch an Produktionsresten drauf sein, dann geht das Ganze natürlich dann weg. Wenn ihr natürlich jetzt neue Watte reinpackt und die Wicklung schon ein bisschen Betrieb ist und ihr wollt hier die Verkrustung und so abkriegen, dann natürlich ein bisschen ausglühen vorsichtig. Die Streifen halten unendlich lange. Und wenn man sie frisch ausglüht, kann man sie in der Regel sehr, sehr oft auch weiter benutzen. In der Regel irgendwann ist dann das Ende der Lebenszeit erreicht, wenn die dann einem reißen oder so, wenn man die Watte neu reinpackt, das Material dann nachgibt oder so. Aber es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, ne, es sei denn, wir haben jetzt ganz dicke Verkrustungen, die wir nicht mehr abkriegen oder so. Ich muss jetzt den Streifen austauschen. Das ist auf jeden Fall hier schon mal ein Vorteil. Gut, lassen wir das Ganze mal hier einziehen. Machen währenddessen nass.
Wir haben halt hier jetzt relativ viel Watte wieder natürlich im Kern. Das heißt, wir müssen ganz viel Liquid hier auch erstmal reinpacken, damit das Ganze gesättigt ist. Und solange ich jetzt hier beim Drauftropfen ein bisschen feuere, wird das Liquid schön warm und verteilt sich halt dann gut in der Watte. Dann könnt ihr das Ganze hier nochmal ein bisschen frisieren natürlich, wenn ihr wollt. Gucken, dass ihr die ganzen Fasern, die hier absteht, so ein bisschen anstreicht. Ja, und dann wird das Ganze soweit auch erstmal fertig. Und ich würde sagen, einsatzbereit. Ich finde es immer noch relativ einfach umzusetzen. Ein paar Sachen muss man halt beachten. Wenn ihr jetzt die Watte drin habt, ne, guckt, dass ihr hier nicht drunter gucken könnt unter den Messstreifen. Also, dass das hier die Watte so ein bisschen, wenn ich seitlich mache, sieht man es ein bisschen besser. Also, wenn die hier rauskommt, so ein bisschen nach oben geht, weil wir sonst oft halt Hotspots hier an den Rändern haben, wenn da ein Stück vom Mesh halt in der Luft schwebt. Wenn aber jetzt die Watte so wie hier so leicht nach oben steht, ist das meistens dann soweit okay. Und dann solltet ihr da wenig Stress mit haben. Guten Vorteil jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Profil ist, ich muss jetzt die Basis hier nicht abdrehen, um den Tank drauf zu drehen. Ich muss natürlich jetzt hier auch so ein bisschen den Eingang finden. Wenn euch das zu stressig ist, nehmt halt erst hier die Kappe raus, setzt die schon mal drauf. Und dann könnt ihr einfach hier den Deckel nehmen, draufstecken und könnt sofort anfangen zu drehen. Dann passt das soweit. Ja, dann packen wir mal das Liquid in den Tank hier. Machen wir das Ganze einmal voll. Hier passt hier einiges rein. Ich glaube, es waren 6 ml. Gleich nochmal schauen. Und dann machen wir hier schön das Deckelchen drauf. Gut, hätten wir das auch geschafft. Wären wir soweit fertig. Und ich würde sagen, gehen wir mal wieder nach oben und kommen zum Geschmackstest und zum Fazit zum Zeus X Mesh von Geekvape. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich würde sagen, Geekvape hat sich jetzt hier nicht viel Neues einfallen lassen. Das Deck haben wir schon so in der Form mehrfach gesehen. Es sieht ähnlich aus wie im Profile Unity oder anderen Verdampfern. Von daher, ja, also innovativ eher nicht. Wir haben aber weiterhin den Zeus X-Käfig drumherum. Das heißt, wir haben eine recht gute Airflow, die auch einen guten Geschmack liefert. Ich finde so ein bisschen, der ist en par auch mit dem Profile Unity, finde ich noch so eine Nuance schlechter oder so. Also, weil der Profile Unity die Luft noch mal so ein bisschen besser, finde ich, zum Mesh hin transportiert. Aber so in dem Bereich würde ich den halt auch geschmacklich sehen. Wir haben von der Befestigung her genau dasselbe Prinzip mit diesen Klammern. Wir haben die fertigen Streifen, wir haben diese Feder unter der Wicklung, wir haben links und rechts die Möglichkeit, die Watte unterzubringen. Also, das ist alles schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, wir haben einen guten Verschluss oben mit einem Bajonett, können wir befüllen. Wir haben die Airflow, die von oben kommt, mit dem großen Vorteil, dass das uns nicht auslaufen kann, sondern sich, wenn maximal irgendwo Liquid unten sammelt. Aber wir auch ein dichtes Gerät haben, was bei allen Geräten, die die Luft von oben holen, natürlich ein großer Vorteil ist. Wir brauchen hier die Wickelbasis nicht vom Akkuträger abschrauben, wenn wir den Tank abnehmen wollen. Das ist ja beim Profile Unity so, da muss man erstmal das losschrauben und kann dann den Verdampfer zusammenschrauben. Ich kann hier jetzt komplett abdrehen, was eher relevant ist, wenn ich wickel und nach dem Wickeln dann halt die Glocke oben drauf mache. Die lässt sich hier nochmal rausnehmen, dann kann man die präzise draufsetzen und dann kann man einfach das Ganze zusammenschrauben. Das geht eigentlich recht gut. Und ja, von der Verarbeitung her, ja, also ein preisgünstiges Gerät, macht das, was es soll. Die Einstellmöglichkeiten der Airflow ist so, wie sie sein sollte. Die Top Cap lässt sich in der Regel immer gut abdrehen. Also von daher würde ich sagen, da passt alles soweit. Ja, und ansonsten, so wie immer, liegt es natürlich auch ein bisschen an dem Design. Das jetzt hier mit dem Bubble Glass. Ihr könnt natürlich, wenn euch das stört, auch noch das Straight Glass draufpacken. Dann habt ihr noch mal so ein bisschen eine andere Optik, ein bisschen weniger ML natürlich auch. Aber von Grund her eigentlich ein gelungenes Gerät. Und ja, der Rest ist dann wieder so ein bisschen Geschmackssache natürlich auch. Gut, das wär's aber auch dann von mir heute. Ich dampf nochmal. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, packt sie gerne unten in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Macht gerne einen Daumen hoch und ansonsten, so wie immer, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Dampfen und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Dampfwacke.